FDP auch bei den Staatsanleihen einsetzen kann, Herr Stadler. Im österreichischen Parlament gibt es eine solide Mehrheit für eine Finanztransaktionssteuer, und zwar auch im Wissen darum, dass die Finanzwirtschaft so gut wie keine Arbeitsplätze schafft, vielleicht in der City of London, aber sonst nirgends. Ich habe dennoch gegen den Bericht der Kollegin Podimata gestimmt, und zwar aus zwei Gründen. Die österreichische Position war immer, dass damit die Beiträge der Mitgliedsländer im gleichen Ausmaß gesenkt werden müssen, wie das Steueraufkommen im jeweiligen Land ist. Und zweitens, und das ist für mich ein eisernes Prinzip, dass die Europäische Union damit keine Eigenmittel schaffen darf. Und daher habe ich gegen diesen Podimata-Bericht gestimmt, obwohl ich grundsätzlich für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer bin, weil ich glaube, dass die Finanzmärkte an der Bewältigung der Krise mitbeteiligt werden müssen. Aber es darf nicht dazu führen, dass sich die Europäische Union über die Hintertür hier Eigenmächtel organisiert. Danke, Herr Kollege. Mr. Lyon George. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe gegen diese Pläne zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer gestimmt.